Moin Leute, entgegen aller Annahmen bin ich nicht irgendwie tot oder verschollen. Ich hatte einfach in den letzten Tagen nur recht wenig Zeit. Das ändert sich jetzt aber. Langsam geht's bei mir auf die Ferien zu. Und dann habe ich auch eben mehr Zeit, um euch jetzt ein paar Videos nachzureichen, neu zu machen etc. Also keine Angst an der Front. Diesmal befassen wir uns mit den Public Events und einigen Möglichkeiten in dem Tower. Das ist ja diese sichere Zone noch unter dem Traveler, wenn ihr jetzt davon was gehört habt. Und zwar stammen die Infos aus dem neuesten Bungie-Mail-Sack und einem Q&A mit einem Bungie-Mitarbeiter. Viele Spieler scheinen ja tatsächlich zu denken, dass man so zum Co-op-Play gezwungen wird, bedeutet also, dass man zwangsweise mit anderen Spielern spielen muss. Dem ist aber eben nicht so. Ein Senior Engineer sagt zum Beispiel, das ist ähnlich wie in Halo, dass man sich teilweise an den Gefechten, also in dem Fall jetzt an diesen größeren Public Events, wo man mit anderen Spielern zusammengewürfelt wird, einfach vorbeischleichen kann. Also man kann die vermeiden und dann einfach dem Storyverlauf weiter folgen, ohne wirklich mit denen interagieren zu müssen oder ohne da wirklich was abzukriegen. Ein Development Manager sagt hier auch, er war selber nie wirklich so ein Fan von Multiplayer oder Koop-Spielen. Er hilft den Leuten aber gern mal und danach geht man einfach seines Weges. Bedeutet also, die Events sind vielleicht 5 bis 10 Minuten lang. Ich glaube nicht, dass da wirklich was Größeres kommt. Allerdings wollen sie auch andere Aktivitäten zur Abwechslung bieten, darunter auch Non-Combat Events. Das bedeutet also Gefechte, in denen man irgendwie keine Waffengewalt oder sowas benutzen muss. Es müssen nicht mal unbedingt Gefechte sein. Ich denke mal, davon spielt sich ein Großteil in diesem Tower ab. Das ist ja dieses Hauptquartier praktisch schon in der sicheren Zone der Menschen. Und diese ganzen Aktivitäten sollen jetzt einen nicht wirklich aus dem Spielgeschehen rausziehen oder sowas, sondern einfach nur was für jede Stimmung bieten, je nachdem, was man gerade machen will. Was genau das ist, ist noch unklar. Da sagen sie noch nicht wirklich was dazu. Aber ich gehe mal stark davon aus, dass Spieler sogar selber irgendwelche Shops aufmachen können, weil man sich in diesem Tower ja auch mit anderen treffen kann. Ich denke also, es wird durchaus Sinn machen, wenn man irgendwie jetzt in diese unsicheren Zonen rausgeht, vielleicht zu einem fremden Planeten fliegt, dort eine coole Waffe findet und die im Tower dann verkaufen kann. Das finden wir ja teilweise auch schon heutzutage in Rollenspielen. Ist ja sogar recht üblich, würde ich sagen. Frage an euch, wird euch das gefallen, dass man sich eben in diesem Tower mit anderen Spielern treffen kann, vielleicht irgendwelche Shops aufmachen kann, bei anderen Leuten was kaufen kann? Lasst mich in den Comments wissen, ich würde es auf jeden Fall cool finden, vor allem da der Tower ja so als Rückzugspunkt sozusagen genutzt wird, um sich eben ein bisschen von diesen Schlachten oder was auch immer abzusetzen. Und wir wissen ja noch wirklich im Endeffekt gar nichts, was es dann noch gibt. Interessant wird es ja vor allem, da sie kein so ein richtiges Menü haben, sondern sobald man eben das Spiel startet, befindet man sich ja sofort in der Welt und nicht irgendwie in einem Hauptmenü oder sowas. Von daher wird es mal interessant zu sehen, wie sie diese verschiedenen Aktivitäten eben anbieten wollen. So viel schon mal von meiner Seite, war jetzt wieder ein kurzes Video, aber ihr habt euch ja größtenteils diese kürzeren Infovideos gewünscht, in denen ich eben schneller über die Informationen drüber gehe. Wie schon gesagt, in den nächsten Tagen wird es noch mehr von mir geben, vor allem wenn eben was Neues rauskommt, also keine Angst. Bis zum nächsten Video, macht's gut und haut rein.